Hallo, liebe Freunde der Klavier- und Flügelgalerie Maywald in Kamen. Da bin ich schon wieder. Lü. Heute zeige ich euch in mehreren Werkstattblicken, was alles so los ist bei uns in der Werkstatt. Wir fangen heute mit diesem Steinwehrflügel hier an. Aus den 20er Jahren. Den hat mein Bruder bis jetzt bearbeitet. Wir haben das Gehäuse verändert auf das Standardaussehen der 20er, 30er Jahre, auch mit einer kantigen, umlaufenden Leiste mit geraden Beinen. Dann kriegt das Klavier, kriegt der Flügel dazu noch eine gerade Lyra mit zwei Pedalen. Das war vorher ein Chippendale-Flügel. Und leider einer der hässlichsten Art. Also das war ein Flügelmodell, das ich auch tatsächlich noch nie leiden konnte, weil er so fürchterliche, komische Beine hatte. Das ist jetzt bereits umgeändert, soweit abgeschliffen. Und wir werden jetzt anfangen, den Flügel von innen zu bearbeiten, sprich Resonanzboden spähen, wie man hier sehen kann. Er hat einige Resonanzbodenrisse. Wir gucken uns die Stege an. Der Flügel ist noch nie neu besaitet worden. Stimmstock hat also die besten Voraussetzungen. Da kommt einfach nur eine Stärke größer rein. Dann wird der Klaviaturboden hier wird noch geschliffen. Die Innensage ist schon komplett abgezogen. Die ist in einem Polierholz funiert. Das heißt, die werden wir auch neu schwarz-matt überlackieren. Das werdet ihr in den nächsten Schritten dann sehen. Viel Arbeit, aber es lohnt sich. Wie gesagt, ist noch nie repariert worden. Kann man gut was draus machen. Und wenn der Flügel erst zurück ist von der Firma Inam und wundervoll in schwarz poliert dasteht, werdet ihr auch sagen, wow, was ist das denn für ein fantastischer Flügel? Ja, wir halten euch diesbezüglich auf dem Laufenden und machen jetzt noch ein weiteres Instrument in diesem Werkstattblick. Folgt mir mal einfach, wir gehen mal zur Laura. So, wir sind jetzt hier bei unserer Auszubildenden Laura. Ein weiteres Steinwehr-Instrument, ein Instrument, das ich angekauft habe, ein modernes V125, das wir ebenfalls, es war vorher auch Nussbaum oder Eiche, haben wir bei der Firma Inam schwarz hochglänzend neu lackieren und polieren lassen, und Laura baut jetzt die originale Mechanik wieder ein. Die Klaviatur ist schon neu garniert, poliert, sieht man hier. Sie stellt jetzt die Piloten unter die Mechanik, die ganzen Hämmer, das wird alles gerichtet. Sie ist hier fleißig zugange, und das Klavier ist, meine ich, auch irgendwie aus den 80ern und wird demnächst dann ebenfalls mit 5 Jahren Garantie, Lieferung frei Haus, deutschlandweit bei uns in der Ausstellung stehen. Preis kann ich noch nicht genau sagen, muss ich noch kalkulieren. Aber ein wunderschönes Klavier, ebenfalls perfekt original erhalten. Resonanzboden und Stege sind rissfrei. Wirbelgang ist gut, also ein wirklich tolles Klavier. Dann auch mit einem ansprechenden neuen schwarz polierten Gehäuse. Auch hier mit so einer neckischen Lyra im Oberrahmen. Kann man jetzt nicht sehen, weil der Oberrahmen ja nicht drin ist, ne? Also, Laura, schön weiterarbeiten, ne? Damit es ein schönes Klavier wird, ne? Ja, macht sie. So, wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal, ruft uns gerne an unter der 02307 12125. Und das nächste Werkstattblick-Video kommt in Kürze. Tschüss!